Willkommen zur vierten Ausgabe der Lockdown News. Wir freuen uns, dass das Format euch so gut gefällt, dass ihr so viel schaut und teilt. Macht gerne weiter so. Die erste Nachricht, die wir aus der vergangenen Woche für euch vorbereitet haben, ist der Streik der Amazon-Arbeiterinnen am Black Friday. Das vergangene Jahr und insbesondere die Pandemie war für das Unternehmen Amazon eigentlich richtig gut. Amazon ist ein ganz klarer Profiteur von der Pandemie. Und der ohnehin schon reichste Mann der Welt, Jeff Bezos, konnte sein Vermögen um 65 Milliarden Dollar vermehren. Das richtig dicke Geschäft, das beginnt aber eigentlich jetzt erst mit dem Black Friday, dem Cyber Monday und dem Weihnachtsgeschäft. Da werden wieder Milliardengewinne erwartet, nur eben nicht für die ArbeiterInnen, die diese Profite eigentlich erwirtschaften. Deren Arbeitsbedingungen werden wohl gleichbleibend schlecht bleiben. Liegt insbesondere daran, dass das Unternehmen angekündigt hat, sehr viele Saisonarbeiterinnen für das Weihnachtsgeschäft einzustellen. Allein in den USA und in Kanada 100.000. Das ist deswegen für die ArbeiterInnen ein Problem, weil die Lagerhallen und auch die Pausenräume jetzt schon total voll sind. Das heißt, die Menschen können keine Abstände halten und können sich nicht vor Infektionen schützen. Die Gewerkschaft Verdi berichtet in Deutschland auch immer wieder, dass Lagerhallen von Amazon zu Infektionsherden werden. Außerdem erkennt Amazon den Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel nicht an. Das Unternehmen bekämpft aggressiv Organisierung von Arbeiterinnen, Gewerkschaften und den Kampf für Tarifverträge. Dennoch bleiben die Arbeiterinnen hartnäckig und haben in diesem Jahr schon zum wiederholten Mal am Black Friday einen dreitägigen Streik ausgerufen, diesmal an 7 Standorten. In unserer nächsten Nachricht möchten wir über Neues vom Impfstoff sprechen. Impfstoffe wurden jetzt entwickelt und könnten auch bald produziert werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich alle gleichermaßen Hoffnung auf Impfschutz machen können. Reiche Staaten wie Deutschland haben sich den absoluten Löwenanteil des Impfkontingents gesichert. Monopole und Patente sorgen weitergehend dafür, dass die Medikamente und die medizinische Versorgung künstlich verknappt wird und die Preise in die Höhe steigen. Die Ärzte ohne Grenzen werben deswegen für eine Initiative in Bezug auf Covid-19-Medikamente, Impfstoffe und Diagnostiktechnik auf jegliche Patente zu verzichten. So ähnlich ist es auch 2001 passiert in der HIV- und AIDS-Krise. Sollte dieser Patentverzicht nicht kommen, dann müsste man mit einer ähnlich krisenhaften Situation wie in den 90er Jahren in Bezug auf die AIDS-Krise rechnen. Da war es so, dass in den Industrienationen schon Möglichkeiten bekannt waren, HIV-infizierte Menschen zu therapieren. In den abhängigen Ländern sind aber nach wie vor Menschen an einer HIV-Infektion gestorben. 99 Staaten begrüßen diese Initiative und 4 Staaten, darunter Kenia, Eswatini, Südafrika und Indien, treten offiziell für die Klausel ein. Aber reiche Staaten, die ausreichend Zugang zu medizinischer Versorgung haben oder sogar große Pharmakonzerne ansässig haben, die begrüßen diese Klausel nicht. So auch die Mitgliedstaaten der EU. Das sollte uns nicht überraschen, aber wütend machen. Die Aussage der EU, dass die Weltgesundheit ja ein hohes Gut wäre, beweist sich einmal mehr als Lippenbekenntnis und wir können ganz klar sehen, Weltgesundheit ist keine Priorität von profitorientierten privaten Pharmaunternehmen. In unserer dritten Nachricht wollen wir von Protesten aus Frankreich berichten. Die französische Regierung plant nämlich ein neues Gesetz, ein sogenanntes Sicherheitsgesetz. Und das soll sowohl JournalistInnen als auch BürgerInnen verbieten, Aufnahmen von PolizistInnen im Einsatz zu verbreiten, wenn ihre Gesichter erkennbar sind. Wenn solche Aufnahmen verbreitet werden, könnte das mit bis zu 45.000 Euro Strafe belegt werden. Es fehlt dafür noch die Zustimmung des Senats, der über das Gesetz wahrscheinlich im Januar beraten wird. Große Teile der französischen Bevölkerung haben ihre Meinung zu dem Sicherheitsgesetz aber bereits schon geäußert, nämlich an den letzten beiden Wochenenden. Vergangene Woche gab es Proteste mit 30.000 Menschen, dieses Wochenende waren schon 500.000 Menschen in ungefähr 70 Städten auf der Straße. Die Polizei reagierte auf diese Proteste mit Schlagstöcken und Tränengas. Mit diesem Gesetz setzte die französische Regierung ihre autoritäre Wende weiter um, so Amnesty International. Diese Wende habe schon 2018 begonnen, als die Polizei brutal gegen die Gelbwesten-Proteste vorging. Journalistinnen fürchten um die Qualität ihrer Arbeit, wenn sie zukünftig zum Beispiel von Demonstrationen berichten wollen. Auch in der antirassistischen Arbeit war es ein wichtiges Mittel, um strukturelle, rassistisch motivierte Polizeigewalt sichtbar zu machen, diese Polizeieinsätze zu filmen. Filme einen Bullen, rette ein Leben war deswegen eine der Parolen, die am Wochenende in Frankreich laut wurde. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut.